Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Videoformat, was ihr alle mitkreiert habt. Ich habe nämlich vor einer Woche oder so auf Facebook, Twitter und Instagram alle meine Follower gefragt, dass die doch mal mir eine Aufgabenstellung für mein neues Video geben sollen. Also alles, es geht natürlich um Schminke, Schminke, Schminke. Und ja, ihr solltet mir Fragen stellen bzw. mir sagen, welche Produkte ich denn zeigen soll oder erklären soll und so weiter. Und ich habe, kamen dann hunderte von Fragen raus und ich habe jetzt 10 Fragen rausgepickt, die ich jetzt beantworten werde, beziehungsweise die Produkte werde ich jetzt zeigen. Ich habe die ganzen Sachen jetzt auch rausgekramt, die ihr unbedingt sehen wolltet. Und alle diejenigen, die hier mitgewirkt haben, vielen Dank für eure Fragen. Wie gesagt, die 10 von euch, die ich rausgepickt habe, werde ich auch namentlich erwähnen. Und ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie ich dieses Video Format nennen soll. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Wie soll ich dieses Format nennen, was wir alle zusammen kreieren? Helft mir. Schreibt es in die Kommentare. Ich fange aber an mit Frage Nummer 1, die ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich fragt Diana Maro auf Facebook dein Lieblingsdrogerie-Lippenstift. Und das wäre bei mir ganz klar dieser hier, weil das ist auch einer meiner meistgetragenen Lippenstifte der letzten Monate. Das ist einer von L'Oreal aus der Shine Caress-Linie. Das sind solche mit einem sehr natürlichen glänzenden Finish und das ist diese Farbe Seductive Beige. Da könnt ihr sehen, dass die Farbe so ein bisschen transparent ist und sehr glänzend. Sieht auf den Lippen auch sehr glossy aus, also falls ihr gerne Lipglosse über eurer Lippenstiftfarbe tragt, dann könnt ihr den Schritt des Lipglosses dann praktisch auslassen. Und der sieht sehr bräunlich aus in der Packung. Wird auf der Haut dann, also beziehungsweise auf meiner Lippenfarbe, wird diese Lippenstiftfarbe so ein bisschen rosastichig. Somit ist es nicht zu dunkel, nicht zu hell. Wenn ihr hellere Haut habt als ich, aber eure Lippen von Natur aus eher so dunkler sind, dann wird euch diese Gesundheit! Danke! Wird euch diese Farbe wahrscheinlich auch gut stehen. Und ja, Seductive Beige, die Nummer 503 von der Shine Caress Linie, das ist einer meiner absoluten All-Time-Favorite Lippenstifte generell, Nude-Lippenstifte und somit auch mein Lieblings-Drogerie-Lippenstift. Ich habe gerade meiner asiatischen Ader alle Ehre gemacht. So, Frage Nummer 2 ist dann Alvina Kostpunkt. Ich werde die Namen auf Facebook, die Nachnamen abkürzen. Hat mich auf Facebook gefragt, dein momentanes Lieblingsprodukt. Und das ist das, was ich gerade trage. Das ist eins, was, das habe ich noch nicht lange, aber es ist echt so Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so ein ganz neues Produkt habt und von der ersten Sekunde total begeistert davon seid, dann wisst ihr, was ich hiermit meine. Das ist kein Lipgloss, nicht wirklich ein Lippenstift. Es ist ein Lippenlack und das ist von CCB Paris. Ich glaube auch recht neu. Das sind diese hier. Die nennen sich so Lactantre. Ich weiß, ich denke, das ist eine französische Bezeichnung. Und zwar, um genau zu sein, diese Farbe. Rose Vinyl B127 auf der Seite. Und das ist ein Lippenlack. Das heißt, der lässt sich auftragen wie ein Lipgloss. Hat aber die Deckkraft von einem Lippenstift und den Halt von einem langanhaftenden Lippenstift. Das heißt, ich hatte den jetzt auch mehrere Stunden drauf gehabt beim ersten Mal. Und nicht nur die Farbe hält stundenlang mit Essen, sondern auch der Glanz des also wie beim Lipgloss. Also das ist echt der Hammer. Also ich war selten von einem neuen Produkt so begeistert und ich bin total verliebt, vor allen Dingen in diese Farbe. Das ist jetzt eine Schicht. Man kann die Farbe auch mehrfach schichten und so, dass die immer intensiver wird. Zum Beispiel, das ist jetzt ja so ein, eher so ein Korall, rosiger Korallton. Man kann es aber auch Korallrot auftragen. Ich kann ja mal noch eine Schicht drüber auftragen. Und was ich auch gerne mag, ist die Textur und der Stoffapplikator. Damit lässt sich die Farbe auch sehr gut auftragen, finde ich. Ich liebe diese. Auch gerade die Farbe ist gerade so frühlingshaft. Das Einzige, was ich hier dran nicht mag, ist der Geschmack und Geruch. Ist schon mega chemisch. Das mag ich überhaupt nicht. Kommen wir zur dritten Frage. Die hat gefragt, die Lea EN. N. auf Facebook.
Welche drei Produkte würdest du behalten, wenn du alles weggeben müsstest? Eine sehr interessante Frage. Und da würde ich sagen, ganz klar, zum einen würde ich meinen Lieblingsconcealer mitnehmen. Das ist der Creamy Concealer von Bobbi Brown in der Farbe Natural Tan. Den finde ich super, den preise ich ja immer an. Dann würde ich meine absolute Lieblingsmascara mitnehmen, die ich auch jetzt hier liegen habe. Das ist die Masterpiece Max Mascara von Max Factor. Trotz dieser kurzen Plastikborsten trennt die sehr gut und macht einfach alles, was ich mir von einer perfekten Mascara erhoffe. Und das dritte Produkt, was ich mitnehme, ist ein Duo-Produkt. Das kann zwei Sachen auf einmal. Das ist das Bobbi Brown Pot Rouge für die Wangen und für die Lippen in der Farbe Raspberry. Das ist einfach ein sehr schöner, erfrischender Farbton. Ich kann euch das mal swatchen. So wird es dann auf den Lippen ausschauen und verblendet auf den Wangen. Das ist natürlich nicht so kräftig, man müsste ein bisschen weniger nehmen. Verblendet auf den Wangen wird es dann halt so ausschauen. Jetzt sieht es so aus, als hätte ich Ausschlag. Und das hält auch sehr, sehr gut. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 4 wurde gefragt von Lulschuh auf Instagram. Ach übrigens, die Twitter-Fragen konnte ich nicht mit reinnehmen, weil mir die Fragen von vor von dem Datum nicht mehr angezeigt wurden. Deswegen konnte ich leider keine Twitter-Fragen mit reinnehmen. Aber die Lulschuh auf Instagram hat mich gefragt, welche sind die besten Fake-Lashes? Also online würde ich sagen, bin ich sehr begeistert von den Adele-Lashes. Ich glaube, in manchen Großstädten gibt es die aber auch in großen Douglasen. Mehrzahl von Douglas. So, aber so bei was man, was wo, denke ich, fast jeder dran kommt, ist die Marke Art Deco. Die haben meiner Meinung nach auch sehr gute, sehr hochwertige Fake-Wimpern. Und meine Lieblinge sind die Nummer 10er. Das sind diese hier. Die sind nach außen ein bisschen länger. Und die 32er von Art Deco. Auf Instagram hat mich gefragt, die Venky Panky, so ist ihr Username, der Unterschied zwischen Concealer und Corrector. Ich habe ja auch einen Corrector und einen Concealer von Bobbi Brown als Beispiel. Der Corrector einfach ist ein Mittel, das sollte man eigentlich nur bei besonders starken, schwarzen, bläulichen Augenringen verwenden. Es hat so einen Orangeton bzw. so eine Pfirsichfarbe. Und diese orangene Farbe soll einfach den schwarzen, bläulichen Ton bei dunklen Augenringen neutralisieren, bevor man dann mit den danach geht man dann mit dem Concealer drüber, um natürlich die eigene Hautfarbe, also den Concealer-Ton der eigentlichen Hautfarbe anzupassen. So, dann hat mich die Nihan0311 gefragt. Übrigens auch eine ganz süße YouTuberin hier auf YouTube. Ich kann euch, wenn ihr wollt, den Kanal in die Infobox verlinken, wenn ich es dann nicht vergesse. Falls ja, dürft ihr mich alle hauen. Die Nihan hat mich gefragt, welches Produkt hast du dir nur wegen der schönen bzw. außergewöhnlichen Verpackung gekauft? Auch eine sehr gute Frage. Ich muss gestehen, es kommt öfters vor, dass ich auch von der Optik eines Produktes mit beeinflusst werde, ob ich es dann auch im Endeffekt dann kaufe. Also es hängt auch oft davon ab. Aber meistens gebrauche ich das Produkt an sich dann doch. Also es meistens reicht nicht nur die schöne Verpackung. Aber es gibt wirklich ein Produkt, das habe ich mir mal auf den Philippinen im Urlaub gekauft, welches ich mir echt nur wegen der Verpackung gekauft habe, weil ich das Produkt an sich eigentlich gar nicht gebrauchen konnte. Nämlich hatte ich zu der Zeit einen war ich total versessen auf alles, was wie ein Cupcake aussah. Und bei einer koreanischen Marke namens Etude House, geschrieben Etude House, gab es Cupcake-Lidschattendose. Und da habe ich mir diesen Sweet Eye Cupcake gekauft in so einer Cupcake-Dose. Und da ist ein Lidschattenduo drin und es ist erst, zum einen ist es gebacken, ich mag keine gebackenen Lidschatten und zum anderen sind es zwei Farben, die ich eigentlich so in von dieser Farbnuance her schon habe. Also an sich habe ich es wirklich nur gekauft, weil es so putzig aussah und ich wollte es einfach haben, weil es auch dann so ein Souvenir aus dem Urlaub war und es war auch eine koreanische Marke, die es hierzulande nicht gibt und ja, deswegen habe ich mir diesen Sweet Eye Cupcake gekauft, nur weil es aussieht wie ein Sweet Cupcake. Total bescheuert, aber voll niedlich. Ich habe es auch bis jetzt noch nicht benutzt. Sollte ich eigentlich mal machen, weil die Farben an sich sind ja eigentlich ganz schön. So, damit habe ich auch deine Frage beantwortet, Nihan. Dann hat mich die Nora Hemp. Auf Facebook gefragt, dein Wundermittel gegen Pickel. Und das haben mich total viele auf Facebook, Instagram und Twitter gefragt. Das
beste Mittel gegen Pickel ist einfach eine rundum gesunde Ernährungsweise. Nicht nur Ernährungsweise, sondern Lebensweise. Dazu zählt nicht nur eine gesunde, ausgewogene Ernährung, sondern ausreichend Schlaf. Natürlich muss man ganz viel Wasser trinken. Und ich meine nicht nur dieser körperliche, gesundheitliche Zustand, sondern auch die Psyche. Weil gerade bei mir hat Pickelsprießen immer was mit den Hormonen zu tun. Das heißt, immer wenn ich besonders gestresst bin oder wenn ich eine Phase habe, wo es mir nicht gut geht, in den Phasen habe ich die meisten Pickel. Also beziehungsweise kriege ich Pickel, weil jetzt zur Zeit habe ich ja irgendwie nicht so das Pickelproblem. Und gerade in der Pubertät hat man ja sehr viel Hormonüberschuss. Und ich denke, dass es auch daran liegt es auch, dass viele in der Pubertät dann Probleme mit sehr vielen Pickeln haben. Bei mir war es auch so, dass ich mit 13, 14, 15 extrem viele Pickel hatte, gerade hier auf der Stirn. Meine Stirn war ein reinstes Pickelgebirge, so krass war das bei mir. Und auch die ganzen Pflegeprodukte, die ich zu der Zeit benutzt habe, die haben alle nicht geholfen. Und erst als ich so aus der Pubertät rauskam, fing es dann an, beziehungsweise hörte mein Gesicht auf, Pickel rauszuschießen. Und deswegen achtet einfach auf eine rundum gesunde Lebensweise. Das ist wirklich das Beste, was ihr für eure Haut tun könnt, weil das meiste kommt einfach von innen heraus. Natürlich sollt ihr auch eure Haut pflegen und reinigen, aber das ist dann immer so eine personenspezifische Sache. Da müsst ihr euch, wenn ihr starke Probleme mit der Haut habt, auf jeden Fall an den Hautarzt wenden oder euch mal in der Parfümerie beraten lassen, was denn das optimale Produkt für eure Haut ist, beziehungsweise die optimale Pflegelinie gegen Pickel für euch. Ja, das wäre dann meine Antwort auf diese Frage. Dann die achte Frage wäre von der Pia Schuhpunkt auf Facebook. Drogerie-Concealer, der deckt und hält, haben auch sehr viele nachgefragt. Und da gibt es auch was ganz Tolles und was ganz Neues, nämlich der neue Catrice Camouflage Concealer. Also ist eine Camouflage-Abdeckcreme, aber im Prinzip ist es dann auch einfach nur ein sehr stark deckender Concealer. Somit ist gewährleistet, dass der besonders gut abdeckt, kann ich auch bestätigen. Dafür, dass ein Drogerie-Concealer ist, deckt der super gut ab. Und ich finde auch, der hat auch eine nicht zu schmierige Konsistenz. Der wird auf der Haut, beziehungsweise bei mir, sehr schnell pudrig und hält dann natürlich auch lange auf der Haut. Das ist ein absolut super Drogerie-Concealer, den kann ich euch ans Herz legen. So, dann die zweitletzte Frage, Frage Nummer 9, habe ich mir ausgesucht von der Cheryl Schaufpunkt, auch auf Facebook. Hast du einen Trick, um asiatische Augen größer wirken zu lassen oder scheißt du drauf? So hat sie es formuliert. Und zuallererst muss ich sagen, dass ich finde, auch kleine, schmale Augen sind sehr schön. Also ich finde nicht, dass man große Augen haben muss, damit sie schön sind, ne? Ich finde, das ist irgendwie auch irgendwo Ansichtssache, Geschmackssache, aber ich finde nicht, dass man kleine, schmale Augen größer schminken muss. Aber um die Frage zu beantworten, welche Tricks es da denn gäbe, der logischste Trick wäre, eine helle Farbe auf der Wasserlinie aufzutragen. Da könnt ihr zum Beispiel einen beigen Kajal nehmen, wie dieser hier von Max Factor. Das ist so ein Kohl-Kajalstift in so einem Beige-Ton. Die Farbe nennt sich Natural Glaze. Kriegt ihr in jeder Drogerie. Den würde ich euch eher empfehlen als ein strahlendes Weiß. So, und die letzte Frage wäre, wie kommst du, also von der Trudini auf Instagram, wie kommst du mit deinen Gelnägeln zurecht? Willst du sie weiterhin behalten? Zum einen, das sind keine Gelnägel, das sind Acrylnägel, die ich mir vor ein paar Monaten habe ich angefangen, mir künstliche Nägel im Nagelstudio machen zu lassen. Und ja, Acrylnägel, ja, ich bin sehr zufrieden, einfach weil ihr kennt mich ja, ich habe nie Bock, mir die Nägel zu lackieren, mir irgendwie besonders die Nägel zu machen und ja, war nie so ein Nageldesign-Fan und deswegen habe ich einfach mir mal künstliche, also Acrylnägel machen lassen im Nagelstudio und seitdem habe ich meine Ruhe und mir brechen die Nägel nicht ab und ja, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, wie meine Nägel ausschauen, die schauen eigentlich immer top gepflegt aus. Ich bin sehr zufrieden, werde auch dabei bleiben. Ob es jetzt gut für die Nägel ist, ist natürlich eine andere Frage. Und man wird im Laufe der Zeit, im Laufe der nächsten Monate dann auch sehen, ob ich weiterhin damit zufrieden bin. Aber zurzeit bin ich es total, weil es einfach ja, stressfrei ist. Und
Das Einzige, was natürlich jetzt im Moment ein bisschen schlecht für mich ist, ist der Preis. Es ist nämlich viel zu teuer, meiner Meinung nach. So, und das waren die ersten 10 Fragen, die ich im Zuge dieses neuen Videoformates von euch beantwortet habe. Nochmal tausend Dank an all diejenigen, die mir all die Fragen geschickt haben. Und ich werde auch in Zukunft öfter diese Videos machen. Und ihr könnt jetzt auch hier auf YouTube mitmachen. Das heißt, ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare rein, was ich denn in meinem nächsten Video dieser Art zeigen soll, sagen soll, erklären soll und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, ich muss gerade mal gucken, genau, wurden zwei Sachen sehr oft angefragt, die ich eigentlich schon abgefilmt habe, nämlich zum einen, seht ihr die beiden Videos hier, ich wurde ganz oft gefragt, doch ein Video über meine Lieblingslippenstifte zu machen und vor nicht allzu langer Zeit habe ich das schon getan, deswegen verlinke ich euch hier mal zu eurer Linken, zu meiner Rechten, mein Lippenstift-Video, wo ich euch meine Top 10 Lieblingslippenstifte zeige und euch die auch alle auftrage und auf das Finish eingehe und auf die Qualität und welche Marke, wo ihr die kriegen könnt. All das in diesem Video hier. Dann wurde ich oft gefragt, ob ich nicht mal ein Tutorial machen kann zum Konturieren, Highlighten und so weiter. Und das habe ich auch schon gemacht hier. Und zwar habe ich dann nicht nur das Konturieren, Highlighten mit eingebracht, sondern auch meine Foundation-Routine, glaube ich, auch und Concealer und Augenbrauen und so weiter. Also die beiden Videos könnt ihr hier sehen und auch direkt anklicken und ich werde euch die beiden Videos aber auch nochmal in die Infobox setzen für all diejenigen von euch, die über Handy gucken oder Tablet gucken. Das ist dann für uns alle sehr unkompliziert und ja, das war's dann von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst es mich in irgendeiner Form wissen, ob euch dieses Videoformat gefällt und ob ich sowas in Zukunft öfter machen soll. Und alle, die mitmachen, werden natürlich dann namentlich erwähnt und ja, das war's dann von diesem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!